immer. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, oder hör mal zu. Dienstagabend, 22 Uhr, Horror-Happen-Zeit. Heute entfernen wir uns von der Erde und gehen in den Weltraum. Ich präsentiere den allerersten britischen Science-Fiction-Film, Made by Hammer. Ja, und dann seht ihr gleich hier eine Rarität, einen Trailer, den es so nie in einer Aufführung gab, denn hier wird der Film noch als The Creeping Unknown genannt. In Wirklichkeit heißt er The Quatermass Experience oder in deutschen Verleihkinos 1958 hieß er Schock. Gedreht 1955 mit einigen sehr guten Schauspielern. Das Alien ist gewöhnungsbedürftig, allerdings macht der Film wirklich Angst. Nach einer Raumfahrtmission kommen zwei Astronauten zurück. Einer stirbt, der andere hat ein seltsames Jucken am Arm. Das wird immer schlimmer und er mutiert. Und dieser Schauspieler macht einem wirklich Angst. Und als Kind hatte ich sagenhafte Angst. Ich habe allerdings nur das Hammer-Comic gelesen. Das habe ich mal irgendwo bekommen und habe dieses Comic-Schock gelesen. Und es wurde sehr gut gezeichnet. Und wir haben hier wirklich den ersten britischen Science-Fiction-Film. Wir haben eine Aufmachung, die seinerzeit fantastisch war. Ich finde sie immer noch gut. Es gibt schlimmere Filme auf Tele 5 zum Beispiel, die grottig sind, obwohl sie 2 Jahre alt sind. Und also der Film hat Atmosphäre, schauspielerische Leistung ist auch sehr gut. Spannung, Note 2, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich hatte dieser Erfolg, dieser Quatermass-Erfolg, dann viele Fortsetzungen. Also es bleibt nicht bei dem einen. Vielleicht mache ich noch einen Hammer-Horror-Happen zu einem guten Nachfolger. Es gibt nicht nur gute bei Quatermass, aber einen gibt's und den werde ich ganz sicher nochmal zu den Hammer-Horror-Happen dazufügen. Das war's heute am Dienstag. Außerirdisch gut und freut euch schon auf nächsten Dienstag. Ich überlege mir was, ja? Auf alle Fälle wird's wieder blutig. Hammer. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder hör mal zu.